Hallo und herzlich willkommen bei dem Mentoring-Projekt LaTeX Einführung in die LaTeX. Hier ist Abdel, ich bin Informatikstudent im siebten Semester. Mache ich im nächsten Semester meine Bachelorarbeit. Und heute möchte ich euch gerne euch erklären, wie kann man also LaTeX bei sich offline installieren oder auch online benutzen. Und damit fangen wir direkt los. Also den Halt für heute. Erstmal zeige ich euch, wie kann man LaTeX offline bei sich installieren und was von der Software braucht man davor. Und dann zeige ich euch die Online-Version von LaTeX, das ist Overleaf. Und dann am Ende erstellen wir den ersten LaTeX-Dokument zusammen, damit ihr das ein bisschen Eindruck bekommt, wie man mit diesen Umgebungen umgeht. Für die LaTeX-Installation offline brauchen wir zwei Sachen. Also brauchen wir erst eine LaTeX-Distribution und dann eine Software oder eine IDE. Das ist eine Umgebung, mit dem man, also mit Hilfe von diesen Umgebungen kann man die LaTeX-Distribution benutzen, um LaTeX-Dokumente zu erstellen. Wir benutzen hier also die LaTeX-Version MacTeX für Mac-Nutzer oder MailTeX für Windows-Nutzer. Und wir benutzen als IDE die Software TextStudio, diese ja, tolle Umgebung, mit der man LaTeX-Dokumente offline erstellt. Und dann anschließend auch in diesem Video zeige ich euch kurz, wie man die Einstellung für TextStudio richtig einstellt, damit die LaTeX-Distribution richtig findet und dass es bei euch gut läuft. Okay, zuerst gehen wir zu Browser und je nach welcher Betriebssysteme ihr habt, also wenn du einen Windows-Rechner hast, dann geh mal zum Mac. Text.org und da geht man auf Download und da kannst du die LaTeX-Distribution für deiner Betriebssystem runterladen. Wenn du eine Mac-Nutzer bist, dann kannst du die LaTeX-Distribution MacTeX runterladen. Die habe ich runtergeladen. Die dauert ein bisschen, die ungefähr 4 Gigabyte oder so. Ich habe die bereits installiert und ich habe noch den Editor TextStudio installiert. Da findet man diese Software auf textstudio.org noch. Okay, um die Zeit von dem Video zu sparen, habe ich einfach die passende LaTeX-Distribution für mich installiert und eine Kopie von dem TextStudio Installation auch runtergeladen. Ich führe jetzt gerade mit euch in diesem Video die Installation durch. Also für die LaTeX-Distribution installieren wir das erstmal, bevor die TextStudio. Und das geht eigentlich super einfach. Du hast diese Wizard, da klickt man hier Continue und dann hier auch nochmal in README, die kann man durchlesen. Und dann Continue und dann hier kommt die License, die man auch darauf, die man ja bestätigen muss. Hier seht ihr das, Agree. Und dann Installation Type, hier kannst du kannst du die bestimmte Pakete einstellen oder nicht. Ich nutze einfach den Standard Install. Und dann klickt man hier mal Install und dann musste man seine Passwort eingeben. Ich gebe mal kurz meine Passwort ein. Install Software. Das ist falsch. Install Software. Jetzt läuft das. Ja. Und es wird ein bisschen dauern, bis das durchinstalliert ist. Ich pause ja kurz die Video, um die Zeit von dem Video zu sparen. Und dann, ja, das braucht noch ungefähr 9 Minuten und dann mache ich weiter, wenn die Installation durch ist. Okay. Okay, hier seht ihr das, dass die Installation erfolgreich war. Warte kurz, ich muss meine. Ja.
dass es meine Installation erfolgreich war. Und hier klicke ich auf Close. Und dann gehe ich. Okay, nachdem ich euch gezeigt habe, wie kann man die Latex-Option herunterladen und installieren auf Mac, zeige ich euch jetzt gerade, wie man die TechStudio, unsere Entwicklungsumgebung, installieren kann auf Mac. Das geht folgendes. Also ich habe, wie euch in dem letzten Video erklärt habe, habe ich den TechStudio Installation-Datei runtergeladen von dem TechStudio.org. Und ich klicke jetzt gerade drauf. Das so. Und dann, das wird bereits dann hier ja, gestartet direkt. Ich bin das kurz Keep in Dock, damit ich das schnell erreichen kann. Und ich schließe hier meine Sachen so. Und hier. Und hier seht ihr diese Umgebung, TechStudio. Das ist die Software, mit der wir arbeiten und mit dem wir die Textdokumente offline erstellen können. Vor TechStudio, wir müssen erst das checken, dass es alles gut ist und die Einstellungen sind gut eingestellt. Und das machen wir so, indem wir zu Preference gehen und achtet jetzt gerade mal drauf auf diese Sachen. Also erstmal General, hier kannst du die Sprache auswählen, also entweder Deutsch oder Englisch oder was auch immer man mag. Ich mache das lieber Englisch. Und dann, was es ganz wichtig ist, also wenn man auf Commands geht oder wie viele auf Deutsch, dass ihr hier direkt seht Latex-Befehle, also zum Beispiel Latex-PDF-Befehle und so weiter. Und dass es diese Felder nicht leer ist. Wenn diese Felder sind, leer sind, das ist, dann bedeutet das, dass irgendwas bei eurer bei die Installation von dem Latex-Installation von den Latex-Installation schiefgelaufen. Also achtet ihr mal darauf, dass ihr hier keine leeren Felder habt, sondern schon gefüllt mit Latex-Befehle. Sonst bedeutet das, dass die Installation von dem Latex-Distribution nicht erfolgreich gelaufen. Und dann geht man auf Build. Hier Build in View könnt ihr das Compile in View auswählen und dann Default Compiler ist PDF Latex. Und auch hier PDF Viewer, Internal PDF Viewer, also das wählt man aus, damit wenn die Latex-Dokument kompiliert wird, dann wird direkt als PDF-Datei angezeigt in dem in der Software TechStudio und nicht in einer externen PDF-Reader oder so. Und was ich auch ganz wichtig ist dieser Editor. Hier wählt ihr das UTF-8. Damit ihr ja, damit eure Encoding richtig läuft. Und ja, General habe ich euch gezeigt. Ja, auch diese Language bestimmt auch, welche Autocorrector oder welcher Spellcorrector wird festgelegt in eurer Umgebung. Ich habe das als Englisch genutzt, weil ich Englisch lieber mag oder so. Aber ihr könnt gerne das benutzen oder einstellen, wie ihr wollt. Okay, das war für die TechStudio Installation und Konfiguration. Nachdem ich euch gezeigt habe, wie wir das machen können, dass wir Latex offline auf Latex also Latex-Dokumente offline erstellen und ja mit Latex offline arbeiten, zeige ich euch die Online-Variante von Latex und das ist Overleaf. Overleaf ist eine Webseite, wo ihr Latex-Dokumente erstellen könnt. Das geht ganz einfach und ganz easy. Man muss sich einfach nur ein Konto anlegen. Ich habe das Ganze mit Google gemacht, zum Beispiel so. Und das ist alles, dann erstellt man so ein Konto und dann ich logge mich ein mit hier mit meinen Credentials und so weiter. Und hier findet ihr das, das ist eure Working Space. Hier kann man zum Beispiel direkt ein neues Projekt erstellen. Mentoring Latex zum Beispiel. First Document. So. Und dann seht ihr, dass es direkt dass für euch eine bereits ein Dokument für euch erstellt ist. Hier seht ihr, das ist den Source-File von dem Latex. Das ist immer, hat immer diese Extension .txt.
Und hier seht ihr, wie eure Dokumenta am Ende in die PDF aussieht. Overleaf ist es eigentlich also ganz, ich habe das also während meines Studiums ganz schon wie oft benutzt, weil das hat die Möglichkeit, dass ihr andere Leute hinzufügt zu eurem Projekt und dass ihr gleichzeitig auf demselben Dokument arbeitet. Das ist ganz nützlich bei Hausarbeiten und Gruppenarbeiten und so weiter. Ihr könnt auch History sehen, aber ich glaube, dass davor musste man schon Geld zahlen oder so. Ja, kann sein. Aber auch hier in dem, in eurer Workspace könnt ihr verschiedene Sachen sehen, zum Beispiel Shared with You, die sind Dokumente, die mit euch geteilt wurde von anderen Menschen. Hier seht ihr das. Oder wenn ihr ja Projekte, LaTeX-Projekte oder LaTeX-Dokumente gelöscht habt, dann seht ihr das in Trash Projects. Also es gibt viele Leute, die benutzen gerne die Online-Version. Ich benutze ganz gerne eigentlich also die Offline-Version. Das ist halt am Ende ist eine Geschmackssache, wie ihr das wollt. Online könnt ihr gerne auch gleichzeitig mit anderen Leuten arbeiten. Offline könnt ihr zum Beispiel ein Textdokument, also ein LaTeX-Dokument durch Virtual System wie GitHub oder sowas, könnt ihr den Changes tracken und jeder arbeitet in seinem Branch. Das finde ich ganz nützlich. Aber am Endeffekt, das ist euer Flow und wie ihr das überlegen wollt, sollte eigentlich also kein großer Unterschied sein. Nachdem wir die Installation von den LaTeX gesehen haben und nachdem wir den Online-LaTeX-Version gesehen haben, lass uns jetzt gerade direkt ein erstes Projekt mit LaTeX erstellen. Und ein paar wichtige Punkte vor den Anfang festlegen. Um ein LaTeX-Projekt zu erstellen, müssen wir ein paar Standardpakete einbinden in unser Dokument. Und wir müssen halt an die Gliedierung von der Dokument einhalten. Das zeige ich euch jetzt gerade gleich alles Schritt bei Schritt. Wie können wir das machen und was macht genau jeden Befehl? Okay, ich gehe jetzt gerade zu TextStudio. Und wie ich gesagt habe, ihr könnt das mit TextStudio sowohl auch mit dem Overleaf eure ersten Dokument erstellen. Das spielt wirklich keine Rolle. Es ist nur eine Geschmackssache. Ich mache hier eine neue Datei und ich speichere das erstmal als First Project LaTeX. Okay. Und dann Save. Cool. Hier sieht ihr das, also dieses Dokument hat immer, wie ich das erwähnt habe in dem letzten Video, das LaTeX-Dokument, den Source-Code von dem LaTeX-Dokument ist es immer .txt. Das ist die Source-Dokument von dem LaTeX-Dokument. Und um einfach loszulegen, brauchen wir erstmal den Dokumentklasse zu festzulegen. Und in LaTeX kann man halt also verschiedene Dokumente schreiben. Kann man zum Beispiel einen Artikel schreiben oder ein Buch oder ein Papier. Wir schreiben jetzt gerade erstmal einen Artikel. Man benutzt, um den Dokumentklasse zu bestimmen, benutzt man den Befehl Dokumentklasse. Ups. Habe ich den Sprache richtig? Ja, genau. Habe ich richtig die Sprache hier? Document Class. Und das ist eigentlich, also was ist eigentlich ganz cool ist, bei dem TextStudio gibt er euch immer so Vorschläge. Das hilft mir viel weiter, wenn ich ein Dokument erstellen muss. Hier zwischen diese Gesprächsklammern schreibe ich den Class, also die Dokument Klasse, die ich will. Artikel wird durch diese Wort beschrieben. Ist SCRRTC auf Englisch und man auch mit der Hilfe von dieser Use mit dem Hilfe von dem Dokument Class Befehl kann man auch ein paar wichtige Stellen für seine Dokument festlegen. Also zum Beispiel, ich will eine A4 Dokument haben und ich will, dass die Schrift groß ist, ist 12 Pixel. Okay, dann haben wir erstmal den Dokumentklasse festgelegt.
Die zweite Sache, die wir nutzen müssen, quasi ein Standardpaket, das ist den Package in German oder den Package Purple. Und diese Pakete hat verschiedene Aufgaben, die erzähle ich euch jetzt gerade gleich. Wofür braucht man dieses Paket? Aber ich benutze das erstmal. Ich tippe das erstmal ein. In German. Und ja, und jetzt erzähle ich euch, wieso brauchen wir dieses Paket. Okay, wir brauchen eigentlich dieses Paket, um LaTeX zu sagen, okay, wir brauchen jetzt gerade die Spracheinstellung Deutsch. Wir wollen zum Beispiel, dass die Darstellung von den Inhaltsverzeichnis die deutsche Standard entspricht und sowohl auch zum Beispiel die Datumdarstellung und so weiter. Ich weiß, dass immer solche Darstellungen von sich ändern von einer Sprache zur anderen. Und mit Use Package in German Purple legen wir das fest, dass wir wollen die deutsche Darstellung von Datum und Inhaltsverzeichnis und anderen Sachen. Und zum Beispiel, das erleichtert uns die Eingabe von Sonderzeichen und Umlaute Buchstaben. Die zweite Pakete, die wir nutzen müssen, ist die UTF-Importec. Und ich erzähle euch jetzt gleich, wozu brauchen wir das. Sowohl auch Use Package. T1 Ups, habe ich das vertippt. Okay. Unpackt im Fontech, die beide legen fest die Eingabe von dem Encoding, die beide legen fest die Encoding von dem Eingabe und die Ausgabe. Hier wird das die Encoding UTF-8 benutzt in die Eingabe in dem LaTeX-Dokument und hier wird die Encoding in die Ausgabe in dem PDF-Dokument festgelegt durch diesen Befehl Use Fontech. Okay, die sind immer, also diese drei Pakete, ich benutze die immer, ich spiele jetzt gerade nicht so viel rum damit. Die sind einfach Standardpakete, die man braucht, um überhaupt ein Dokument zu erstellen. Nehmt ihr das einfach mit und schreibt es einfach. Also wir müssen nicht so viel darüber nachdenken, was die jetzt gerade genau machen. Aber das war nur eine kleine Einführung, so was die jetzt gerade grob machen, quasi. Was die Aufgabe von denen. Nachdem wir die Standardpakete gesehen haben, erstellen wir denn dann ein Dokument und eine Dokument in dem Source Code sieht sowas aus. Und das machen wir auch jetzt gerade gleich Schritt bei Schritt. Also, die Dokument beginnt immer mit Begin Document. Und ihr müsst das so vorstellen, dass es alles, was vor dieser Begin Dokument ist, wird nicht angezeigt. Also, die sind alle Einstellungen, alle Imports, aber die Dokument beginnt wirklich hier. Zum Beispiel, man kann zum Beispiel einen Titel vor dem Beginn des Dokument erstellen. Zum Beispiel, das macht man das mit dem Befehl Title First LaTeX Project. So. Aber nur das hier zu schreiben, es wird nicht ausgedruckt. Ups, ich habe wahrscheinlich hier einen Fehler. Ups. Okay, ich hatte anscheinend ein Problem mit dem Paket SRTCL, also die Dokumentklasse Artikel festlegt.
Ja, also wenn das ist, also es gibt zwei Pakete, mit denen man die Dokumentklasse Artikel festlegen kann. Also entweder SCRRTCL oder schreibt man einfach Artikel. Ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben. Ach, ich muss meine Spelling checken. Ja, das geht auch, Artikel. Und normalerweise, er muss sich selber recht finden. Und hier ist dieser Content, die werde ich jetzt gerade löschen. Okay, was ich euch jetzt gerade erzählen wollte, das ist, die Dokument beginnt wirklich jetzt gerade ab diesem Befehl, beginnt Dokument. Und das seht ihr jetzt gerade zum Beispiel, wir haben hier einen Titel festgelegt, aber dieser Titel wird erstmal nicht angezeigt, bevor wir hier kommen und sagen, okay, Make Title. Und erst wenn dieser Make Title Befehl hier kommt, dann werdet ihr das ist dieser Titel sehen. Also das heißt, die Dokument beginnt wirklich hier bei dem zwischen dieser Begin Dokument und End Dokument. Alles klar. Das ist nachdem wir jetzt gerade die Dokumente erstellt haben, dann zeige ich euch die Make Title und Table of Contents. Und auch die Sections. Also, erstmal die Sections. Sections sind einfach Gliederungen, die man benutzen kann, um verschiedene Sektoren oder verschiedene Gliederungen in dem Projekt in dem Dokument einzugeben. Zum Beispiel, das ist My First Section. Und hier Hello from My First. First Section. Und ich kann vielleicht noch ein Subsection eingeben. Subsection My First Subsection. Hi. Und ich muss das euch hier kurz sagen, das ist Sections und Subsections, die sind immer abhängig von welche Dokumentklasse die man benutzt. Also hier, die sind unter dem Artikel kann man Section benutzen, ich glaube bei Buch kann man Kapitel Befehle benutzen. Das ist immer so abhängig von welche Dokumentklasse die man hat. Und wenn wir das jetzt gerade kompilieren, dann seht ihr das, My First Section, My First Subsection, und dann seht ihr, das ist, ja, dass es alles irgendwie auch denselbe Nummerierung hat. 1,1, weil das ist ein Subsection von dieser Section. Okay, wenn wir jetzt gerade eine Inhaltsverzeichnis erstellen wollen, dann machen wir das mit dem Befehl Table of Content. Und wenn man hier compiled, dann sehe ich hier das den Inhaltsverzeichnis. Und ja, dass es halt ganz praktisch ist, wenn man viele Sections hat, dann sieht man das und dann sieht auch, also in welchem Seite findet sich diese Section. Das war vor dem ersten Dokument, die man erstellen kann. Wichtig ist zu wissen, man benutzt diese Standardpakete und dann zu wissen auch hier, dass es die Dokument beginnt wirklich ab dem Beginn-Dokument und nicht hier irgendwo. Und dass die Sections sind abhängig von dem Dokumentklasse, die man hat. Und diese zwei Befehle, Make Title, druckt einfach die Titel aus in euer Dokument und Table of Content erstellt euch ein Inhaltsverzeichnis oder ja, Table of Contents zu eurer ja, Gliederung. Das war zu dem ersten Video von dem LaTeX-Video ja, von meinem Projekt.